Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung. Heute soll es um dieses Buch hier gehen. Das Spiel von Liebe und Tod von, Achtung, jetzt kommt's, Martha Brockenbrough oder irgendwie so. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Frau ausspricht. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch um Liebe und Tod, die uns hier als personifizierte Wesen vorgestellt werden. Also eigentlich sind es schon, also halt nicht Menschen, weil sie sind ja unsterblich, Liebe und Tod. Aber sie sind materialisiert als Menschen, sagen wir es mal so. Ja, und die beiden, die sind Gegner. Und die beiden, da sie ewig leben und anscheinend sehr viel Langeweile haben, haben irgendwann beschlossen, dass sie ein Spiel spielen, um, ich weiß nicht, die Zeit zu vertreiben oder sonst was. Ja, und dieses Spiel funktioniert folgendermaßen. Jeder von den beiden sucht sich einen Spieler aus, einen Jungen und ein Mädchen. Und ja, diese beiden müssen sich zu einem, ja, durch Zufall gewürfelten Datum verlieben oder halt eben nicht. Müssen sich ihre Liebe beweisen, bestehen, wie auch immer auf jeden Fall. Ja, muss zu diesem Zeitpunkt halt klar sein, dass diese Liebe von den beiden besteht und durch nichts mehr zu zerrütteln ist. Und wenn das der Fall ist, dann hat die Liebe gewonnen und die beiden Spieler überleben. Und wenn dies nicht der Fall ist, dann gewinnt der Tod. Und ja, der Tod ist hier eine Frau und die Liebe ein Mann, was ich auch irgendwie interessant fand. Das hat mir eigentlich schon sehr gut gefallen, wie das gezeichnet war. Man hätte es ja eigentlich eher andersrum gedacht, aber das hat mir so schon sehr gut gefallen. Und ja, in dieser Geschichte begleiten wir nun ein weiteres Liebespaar, ein Spielerpaar. Und zwar sind das Henry und Flora. Und die Geschichte der beiden findet in den 30er Jahren statt, in Seattle, meine ich mich zu erinnern. Also Mitte, Ende der 30er Jahre. Und ja, Henry ist ein Waisenjunge, der bei einer befreundeten Familie seines Vaters aufwächst und dort auch seinen besten Freund hat, Ethan, und das ist eine relativ reiche Familie, die haben sehr viel Einfluss und ja, er ist so ein bisschen das Mündel von denen, könnte man tatsächlich sagen. Also wird mehr so ausgehalten, hat aber eigentlich ein sehr gutes Leben. Flora hingegen ist sehr arm, sie lebt mit ihrer Großmutter zusammen, auch sie hat keine Eltern mehr und ja, tritt nachts immer in dem Club ihrer Eltern auf, beziehungsweise inzwischen ist es ihr Club und der von ihrem Onkel und singt dort. Und ja, tagsüber träumt sie davon zu fliegen, arbeitet auf einem Flugplatz und möchte eigentlich wie Amelia Earhart um die Welt fliegen und eine große Fliegerin werden. Ja, man kann sich vorstellen, 30er Jahre ist das mit den Frauen sowieso schon immer noch ein bisschen schwierig, ne, mit der Emanzipation und so. Und dazu kommt aber noch, dass Flora eine Farbige ist. Und ja, das erschwert natürlich nochmal um einiges mehr. Und gerade auch in den 30er Jahren von wegen Rassentrennung und so, ist natürlich eine Liebesgeschichte zwischen zwei verschiedenen Hautfarben sozusagen noch sehr viel schwieriger. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf und die beiden lernen sich dann kennen und die Zeit beginnt sozusagen zu laufen. Ja, mehr möchte ich zu dem Inhalt gar nicht sagen. Das Buch ist bei Löwe erschienen, kostet neu 18,95 Euro und müsste ziemlich genau 400 Seiten haben, aber ich gucke gerne nochmal nach. 397 tatsächlich. Ja, das Buch wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, das konnte mich gleich catchen, als ich den Klappentext gelesen habe. Und da stand dann halt irgendwie, nee, wobei Kurzbeschreibung hier auf dem Klappentext steht es nämlich nicht. Da stand nämlich das Stichwort Romeo und Julia. Liebesgeschichten wie Romeo und Julia, die natürlich in, ja, ein schlechtes Ende haben, die mit dem Tod enden tatsächlich. Und viele weitere berühmte Liebespaare, die ein tragisches Ende gefunden haben. Und darauf wird halt Bezug genommen, darauf wird aufgebaut, dass halt das Spiel zwischen Liebe und Tod stattgefunden hat. Und jetzt natürlich eine neue Runde quasi beginnt. Ja, das fand ich als Idee schon mal sehr faszinierend. Dann 30er Jahre finde ich auch unglaublich spannend. Einfach mal so eine andere Zeit abzutauchen, das ist sowieso total meins, einfach so Epochen, die jetzt noch nicht so extrem weit zurückliegen, aber trotzdem eine andere Zeit sind, wo die Menschen einfach eine, ja, anders waren und so, und das fand ich einfach schon ein sehr schönes Setting. Ja, dann muss ich dazu sagen, was mir gleich unglaublich positiv aufgefallen ist in diesem Buch, ist die Sprache. Es ist, ja, einfach eine sehr
poetische Art und Weise, wie ich finde, sich auszudrücken. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass es halt tatsächlich jetzt auch in den 30er Jahren spielen soll und es natürlich nicht so Begriffe gibt wie cool und geil und boah und ey. Deswegen ist einfach sehr viel, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken kann, also einfach sehr, ja, gesetzter, einfach sehr viel, ich weiß nicht, schöner sprachlich geschrieben ist, weil es einfach auch an unserer Zeit ist oder ob es halt tatsächlich an der Autorin liegt. Da habe ich natürlich keine, ja, Vergleichsmöglichkeiten, ob sie jedes Buch halt so schreibt oder halt jetzt einfach nur dieses Buch. Ja, dann muss ich sagen, habe ich schon vorher erwähnt, Tod und Liebe finde ich sehr interessant, dass sie halt auch männlich, weiblich und ja, dann unterschiedlich, wie man eigentlich denken würde, besetzt sind. Und man die beiden halt auch kennenlernt, wobei ich tatsächlich Tod viel interessanter finde als Liebe und wir Tod auch, finde ich, besser kennenlernen tatsächlich und die Arbeit, nenne ich es mal, die sie halt betreibt und ja, das fand ich sehr, sehr schön und sehr einfühlsam und das hat mir echt gut gefallen, das muss ich sagen, das war was, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Jetzt kommen wir zu den negativen Punkten und zwar zu der Geschichte von Henry und Flora. Wir haben hier 400 Seiten und wir wissen, welches Datum quasi das Ende bezeichnet und in jedem Kapitel, wenn es halt ein neuer Tag ist, dann wird der halt auch immer dazu geschrieben. Das heißt, wir sehen auch, wie die Zeit abläuft und so. Und die Geschichte der beiden kommt halt einfach nicht in Quark. Es dauert sehr lange, bis die beiden irgendwie mal anfangen, miteinander zu sprechen tatsächlich und sich kennenlernen. Und das hat sich einfach sehr, sehr gezogen. Und dann zwischendrin sind halt immer Liebe und Tod, die dann halt sich auch immer mehr in die Geschichte der beiden einmischen. Die versuchen zu manipulieren oder ja irgendwie eingreifen, obwohl sie es nicht direkt dürfen und dann über Umwege das versuchen und halt Nebencharaktere schaffen oder beeinflussen und so. Und das fand ich tatsächlich irgendwie sehr viel interessanter, wie diese beiden halt versuchen, das Spiel zu gewinnen sozusagen. Aber an sich halt Henry und Flora, die Geschichte, ja, also ja, ne? Ich fand es teilweise, war es dann halt so, dass ich gedacht habe, ich möchte bitte eine Wand haben und meinen Kopf dagegen schlagen. Das kann es doch nicht sein. Wiederum muss ich sagen, es ist natürlich eine andere Zeit. Es sind, warte, 80 Jahre ist es schon her. Ja, ungefähr 80 Jahre spielt es halt vor dieser Zeit, die wir jetzt halt momentan haben. Und vielleicht war das einfach so, dass man da nicht so direkt war, dass man da nicht so, ja, nach vorne gegangen ist, aber die beiden Charaktere werden halt eigentlich eher so beschrieben, dass sie sehr zielstrebig sind und so und dann halt hier auf dieser Geschichte einfach nicht so viel, ja, Handlung von den beiden kommt. Und das fand ich dann sehr schade und teilweise wurden dann halt auch, ja, Wünsche und Träume, die den Charaktere ausgemacht haben, wurden dann so ein teilweise ein bisschen sehr vernachlässigt. Die sind dann erst am Ende wieder aufgetaucht, wo man sich gedacht hat, na, das war jetzt 250 Seiten überhaupt kein Thema und jetzt auf einmal ist es wieder präsent. Ja, das hat für mich alles nicht so ganz so gut zusammengepasst. Dementsprechend bin ich mir sehr unschlüssig mit dem Buch. Ich habe ihm gute 3 Sterne gegeben, einfach wegen der Sprache, die mir gefallen hat und die Idee dahinter. Natürlich muss man sagen, dass es auch ein bisschen makaber ist, von wegen, ja, es geht hier um das Leben von Menschen. Und aber natürlich ist natürlich alles fiktional und deshalb fand ich einfach die Idee so cool. Und die tatsächlichen Ereignisse, ich habe sie dann nämlich gegoogelt, die halt hier auch in dem Buch geschehen, die halt in diese Geschichte verwickelt wurden. Und das fand ich sehr cool gemacht tatsächlich, wie diese Geschichte halt um reale Ereignisse gesponnen wurde und ja, dafür auf jeden Fall positiv. Ja, nichtsdestotrotz eher so ein Buch, ich weiß es nicht. Falls es euch interessiert, dann schaut es euch an. Falls nicht, dann, also es ist ein super ruhiges Buch. Es ist wirklich ein sehr, sehr ruhiges Buch, das muss man dazu sagen. Und ich bin eher nicht so der Typ, der so mega ruhige Bücher mag. Ich möchte da schon ein bisschen mehr, dass da schneller was passiert, schneller zur Sache geht, dann da mal was passiert und hier und da. Und das ist zwar auch, es passiert permanent was, aber es ist halt nicht so dieses Gefühl, was es halt hervorruft. Dementsprechend 3 Sterne. Wenn ihr es gelesen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde ich mich drüber freuen. Und das war's von mir und diesem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.